Berechnen wir mal zusammen eine Zirkulation, und zwar von dem Vektorfeld yz1 entlang eines Kreises in der xy-Ebene, ja, für z gleich 0, und zwar um den Koordinatenursprung mit festem Radius groß R. Wir kennen dafür jetzt im Allgemeinen zwei Möglichkeiten. Zum einen könnten wir die Definition der Zirkulation benutzen, und das ist gerade das Kurvenintegral zweiter Art entlang eines geschlossenen Weges. Ja, und zwar in diesem Fall entlang des Weges unseres Kreises. Wir kennen jetzt aber noch eine zweite Möglichkeit. Und zwar könnten wir mit dem Integralsatz von Stokes stattdessen auch ganz einfach ein Flussintegral des Rotationsfeldes von V berechnen. Und zwar über eine beliebige Fläche, die wir uns selber ausdenken können, solange sie durch diese Kurve hier berandet wird. Wir schauen uns einfach mal beide Möglichkeiten an, denn so wiederholen wir nicht nur ein Kurvenintegral zweiter Art zu berechnen, sondern auch gleich im Anschluss noch ein Oberflächenintegral zweiter Art. Außerdem verifizieren wir dann genau für dieses Beispiel sogar noch den Integralsatz von Stokes. Berechnen wir zuerst einmal die Zirkulation mit Hilfe des Arbeitsintegrals. Da haben wir gesagt, wir müssen nur drei Schritte durchführen. Erstens, wir müssen unseren Weg, den wir entlanglaufen, parametrisieren. Zweitens, wir müssen diesen parametrisierten Weg komponentenweise ableiten, sprich den Tangentialvektor bestimmen. Und zu guter Letzt setzen wir noch alles in die Transformationsformel ein, vereinfachen weitestgehend und müssen noch so ein ganz einfaches Integral zusammenberechnen. Machen wir das mal. Schritt Nummer 1, wir parametrisieren. Das bedeutet, wir schreiben jetzt so einen Vektor auf, der genau diesen Weg hier darstellt. Und da dieser Weg, dieser Kreis, jetzt im Dreidimensionalen vorkommt, haben wir auch drei Komponenten für unseren Vektor. Das Schöne ist, dass wir die Z-Komponente schon geschenkt bekommen, die soll gerade 0 sein. Ich weiß auch, dass es vielen Mathematikern nicht gefällt, dass ich jetzt die parametrisierte Kurve genauso nenne wie das Objekt, das sie darstellt. Ist aber nicht weiter schlimm. Das habe ich für dich gemacht, damit du genau die Zuordnung siehst. Ah, alles klar, diese Parametrisierung gehört genau dorthin. Rechnerisch macht das kein Problem, kümmere dich nicht weiter drum. Und dann haben wir gesagt, wenn wir einen Kreis parametrisieren, dann haben wir es ziemlich einfach, wenn wir einfach die beiden Variablen, die für den Kreis verantwortlich sind, zu r mal Cosinus Phi oder r mal Cosinus t setzen, ja, und die andere Komponente zu r mal Sinus t. Ob jetzt Phi oder t oder Theta, wie auch immer, das soll an dieser Stelle kein Problem mehr sein. Ja, wir sind im Moment so weit, dass es dir vollkommen egal sein kann, wie dieser Buchstabe heißt. Du weißt genau, dass diese Parametrisierung einen Kreis in der xy-Ebene beschreibt. Wichtig wäre jetzt aber noch zu sagen, dass ich hier ein Groß-R hinschreibe, ja, für diesen festen Radius. Sollte ich ein Klein-R hinschreiben, dann könnte man ja denken, dass der Radius variabel ist. Das würde ich zum Beispiel machen bei einer Kreisfläche, wenn ich sagen möchte, von R gleich 0, vom Mittelpunkt aus, bis hin zum Rand bis Groß-R. Ja, dann hätte ich eine ganze Kreisfläche. Aber da wir nur eine Kurve haben, darf es auch nur eine Variable geben, ja, denn ein Weg ist eindimensional. So, bei dem T haben wir gesagt, da es sich um den gesamten Kreis handelt, läuft es einfach von 0 bis 2 Pi, also von 0 bis 360 Grad. Okay, den zweiten Schritt können wir auch gleich noch zusammen machen, und zwar die Tangentialkomponente ausrechnen. Das kriegen wir ganz einfach hin, indem wir jede Komponente einzeln ableiten. Gut, R ist eine konstante Zahl, die bleibt beim Ableiten stehen. Und Cosinus von T abgeleitet, nach T, ist gerade minus Sinus von T. Gut, die zweite Komponente abgeleitet, R bleibt wieder stehen und Sinus abgeleitet wird zu Cosinus. Gut, bei der dritten müssen wir gar nicht nachdenken. 0 abgeleitet bleibt einfach 0. Im dritten und letzten Schritt müssen wir ganz einfach nur noch die Transformationsformel für unser Kurvenintegral zweiter Art benutzen, alles einsetzen und weitestgehend vereinfachen. Dann haben wir es schon geschafft. Weißt du noch, wie die Transformationsformel für Kurvenintegrale zweiter Art war? Da haben wir gesagt, wir müssen einfach nur dieses vektorielle Wegelement ersetzen durch den Tangentialvektor, ja, den wir hier gerade ausgerechnet haben, mal dt. So, und was wir jetzt machen, ist einfach nur noch alles einzusetzen. So, natürlich können wir jetzt für v nicht y, z und 1 hinschreiben, denn dieser Integrand, der soll ja nur noch von t abhängig sein. Ist aber auch kein Problem, denn wir befinden uns ja sowieso nur auf diesem Weg k. Das bedeutet, wir können auch für jedes vorkommende x in diesem Vektor die x-Komponente einsetzen, für jedes vorkommende y die y-Komponente und für jedes vorkommende z die z-Komponente. Und genau das machen wir bei jedem Kurven- und auch Oberflächenintegral so. Zuerst einmal haben wir y. Gut, das heißt, wir sollen die y-Komponente in dem Fall von unserem Weg einsetzen. R mal Sinus t. Danach haben wir z in der zweiten Komponente. Das heißt, wir setzen die z-Komponente unseres Weges ein, das ist die 0. Und unten steht eine 1,
Na gut, damit können wir nichts machen. Ist halt 1. Und das Ganze soll multipliziert werden mit diesem Tangentialvektor, den wir gerade ausgerechnet haben. Minus r mal Sinus t, r mal Cosinus t und unten eine 0. Und schau mal, jetzt müssen wir nur noch dieses Skalarprodukt ausmultiplizieren. Ja, x-Komponente mit der x-Komponente, y-Komponente mit der y-Komponente und z mit z. Und dann diese drei Summanden miteinander addieren. Oh, und nicht vergessen die Grenzen. Ja, wir haben jetzt ein t-Integral. Es läuft von 0 bis 2 Pi, denn wir wollen ja den kompletten Kreis haben. So, lass uns das ausrechnen. Ah, und schau mal, die y- und z-Komponente, die fallen gerade weg, denn hier wird immer mit 0 multipliziert. Das heißt, überbleibt nur noch das Integral von 0 bis 2 Pi und dann r mal r sind r Quadrat. Das Minus hier nicht vergessen und dann haben wir noch Sinus mal Sinus, also Sinus Quadrat von t. Du kannst gerne mal kurz auf Stopp drücken und versuchen, dieses Integral selbst zu bestimmen und dann vergleichen wir. Natürlich gibt es jetzt an dieser Stelle mehrere Möglichkeiten, um das Integral zu berechnen. Eine Möglichkeit haben wir uns mal angeschaut, geht über die partielle Integration. Aber ich finde das unglaublich umständlich und ich habe dir doch mal gesagt, dass du bei solchen Ausdrücken wie Sinusquadrat oder Cosinusquadrat an sogenannte Additionstheoreme denken sollst. Vor allem der für Sinusquadrat, den könnte man sich schon mal einprägen, denn dieser Term kommt öfter mal vor. Sinusquadrat ist nämlich umgeschrieben 1/2 mal und dann in Klammern 1 minus Cosinus von und jetzt einfach das, was auch immer hier in der Klammer steht, verdoppeln. Also in dem Fall 2t. Das Schöne ist, dass du jetzt nicht mehr so eine verkettete Funktion hast, sondern nur noch eine, okay, eine Kette ist es trotzdem, aber nur eine lineare Kette. Das heißt, wir können beim Integrieren auch gleich die Regel für lineares Integrieren benutzen, was wir uns mal angeschaut haben. Das heißt, wir können sofort ohne weitere Umformungen diesen Term berechnen. Also, was kommt insgesamt bei raus? Ich würde sagen, wir ziehen erstmal die Konstanten minus r Quadrat und diese 1/2, die ziehen wir erstmal aus dem Integral raus. Und dann steht doch im Integral drinnen nur noch diese Klammer. Und die können wir jetzt integrieren nach t. Ja, wir können jeden Summanden einzeln integrieren. Erstmal die Zahl 1 integriert, gut, wird zu t. Und der Cosinus integriert, naja, der wird gerade zu Sinus. Und da wir jetzt so einen linearen Term verkettet haben, weil die Regel für lineares Integrieren, nehmen wir noch den Kehrwert der Zahl, die vor dem t steht, ziehen wir noch mit nach vorn. Also noch in dem Fall die 1/2. Und dann setzen wir einfach noch die Grenzen ein von 0 bis 2 Pi in jedem Summanden. Und wir haben es geschafft. Das ist dann unsere Zirkulation. Ah, schau mal hier. Sinus von, naja, wenn wir 2 Pi einsetzen, Sinus von 4 Pi ist gerade 0. Und Sinus von 0 ist auch 0. Naja, abgesehen davon, dass Sinus 2 Pi periodisch ist, auch bei den einzelnen Werten, wenn wir sie einsetzen, kommt gerade 0 bei raus. Also den können wir raushauen. Und hier steht noch über 2 Pi. Okay, 2 Pi multipliziert mit dem Term hier vorne. Gut, das kriegen wir auch schnell hin. Weißt du was, schreiben wir es ruhig nochmal auf. Was soll der Geiz? Dann kürzen sich nämlich hier die 2 und die 1/2 raus und überbleibt das wunderschöne Ergebnis minus r Quadrat mal Pi. Und jetzt schauen wir mal, ob wir mit dem Flussintegral genau auf denselben Wert kommen, denn dann haben wir den Integralsatz von Stokes verifiziert. Um jetzt das Flussintegral auszurechnen, musst du dir einfach nur irgendeine beliebige Fläche aussuchen, die von der Kurve K berandet wird. Ich habe uns mal zwei Möglichkeiten aufgeschrieben. Zum einen die Kreisfläche in der XY-Ebene, die genau zwischen diesem Kreisring liegt, und zum anderen die Oberfläche einer Halbkugel, die wird nach unten hin genauso durch diesen Kreisring berandet. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an dem etwas leichteren Fall mit der Fläche dazwischen an, mit dieser Ebenenfläche. Du kannst aber auch gerne mal aus Spaß, oder besser gesagt zum Training, das Ganze mit dieser Halbkugel berechnen. Du wirst sehen, da kommt genau dasselbe Ergebnis bei raus. Ich habe uns auch schon mal die normalen Vektoren berechnet, genauso wie wir es uns auch in dem Video zum Oberflächenintegral angeschaut haben. Wir müssen nur aufpassen, ist denn das hier tatsächlich auch der richtige normalen Vektor? Und das können wir ganz einfach mit Hilfe der Drei-Finger-Regel überprüfen. Wir haben gesagt, zuerst einmal müssen wir uns anschauen, in welcher Richtung ist denn der Rand orientiert. Und wenn es Cosinus und Sinus ist, genau in dieser Reihenfolge, dann läuft das immer im mathematisch positiven Uhrzeigersinn. Kleiner Fun-Fact, solltest du die beiden vertauschen, dann würdest du auch die Richtung vertauschen und, naja, entgegen des mathematischen Uhrzeigersinns laufen. Also in unserem Beispiel durchlaufen wir den Rand, oder haben das eben beim Arbeitsintegral gemacht, in diesem Wege hier. Das heißt, mit der Drei-Finger-Regel müssen wir uns zuerst einmal fragen, wo geht's eigentlich lang? Naja, und wenn wir jetzt an diesem Punkt stehen, dann heißt es, na da geht's lang. Ja, also Tangentialvektor zeigt in die Richtung.
Okay, der Mittelfinger, haben wir gesagt, der muss immer zur Fläche hin zeigen. Okay, das tut er, ne? Er zeigt von hier nach vorne zur Fläche. Und wenn die beiden richtig positioniert sind, zeigt der Daumen in Richtung des richtigen normalen Vektors. Das heißt, in diesem Fall senkrecht nach oben in die positive Z-Richtung. Jetzt überprüfen wir, zeigt denn dieser normalen Vektor wirklich in die positive Z-Richtung? Na klar, das tut er. Denn in der Z-Komponente kommt diese positive Zahl R vor. Na, der Radius ist immer eine positive Zahl. Und damit zeigt er wirklich nach oben. Hätten wir den anderen gebraucht, dann hätten wir noch das Vorzeichen ändern müssen. Aber wie gesagt, am Ende ist der Unterschied nur das Plus oder das Minus beim Endergebnis. Wir rechnen das Ganze jetzt mal mit dieser ersten Parametrisierung, also mit der Fläche, genau in der XY-Ebene. Mit der rechnen wir jetzt weiter. Bevor wir jetzt aber dieses Flussintegral ausrechnen, brauchen wir zuerst mal die Rotation unseres Vektorfeldes. Das haben wir uns mal in einem anderen Video angeschaut. Da haben wir gesagt, die Rotation ist per Definition das Kreuzprodukt aus dem Nabla-Operator und dem Vektor selber. Und diesen Nabla-Operator, das können wir so verstehen wie ein Ableitungsoperator nach jeder einzelnen Variable. Okay, wenn wir so ein Kreuzprodukt ausrechnen wollen, haben wir gesagt, dann machen wir das komponentenweise. Um die erste Komponente auszurechnen, halten wir auch die erste Zeile zu. Und mit den verbleibenden müssen wir einfach über Kreuz multiplizieren. Gut, und mit Differentialoperatoren zu multiplizieren heißt in dem Fall einfach ableiten. Also den Term nach y ableiten minus den Term nach z ableiten. Also 0 minus 1 ist minus 1. Das gleiche machen wir mit der letzten Komponente. Dafür halten wir die letzte Zeile zu und multiplizieren über Kreuz. Das heißt, wir müssen den Term nach x ableiten minus den Term nach y ableiten. Gut, 0 minus 1, da kommt wieder minus 1 bei raus. Und bei der mittleren Komponente funktioniert es fast genauso, haben wir gesagt. Wir halten zwar die mittlere Zeile zu und multiplizieren auch über Kreuz, also den nach x ableiten minus den nach z ableiten. Ja, kommt jeweils 0 bei raus. Aber wir müssen noch das Vorzeichen ändern. Ja, das war gerade das eine, was wir in Kauf nehmen mussten, wenn wir wirklich diesen schnellen Trick zur Berechnung nehmen wollen. Gut, also kurz gesagt, minus 1, 0, minus 1. Ja, das hat ja keinen Einfluss gehabt, ob wir das Vorzeichen ändern oder nicht. So, das heißt, wir schreiben das erstmal so auf. Wir haben unten unsere Fläche und als Rotationsvektor minus 1, 0, 1. Hätte aber auch sein können, dass jetzt noch Variablen drin vorkommen. Ja, dann machst du es genauso wie bei der ersten Methode auch. Für jedes vorkommende x würdest du die x-Komponente einsetzen, für jedes vorkommende y die y-Komponente, ja, und für jedes vorkommende z eben die z-Komponente. Haben wir aber nicht, ist also auch nicht schlimm. So, mal. Und jetzt ist die Frage, was machen wir denn mit diesem vektoriellen Oberflächenelement? Das haben wir uns auch zusammen angeschaut, ne, im Video zum Oberflächenintegral. Da haben wir gesagt, wir ersetzen das durch den normalen Vektor mal den Differentialen, um die es bei der Parametrisierung geht. Gut, wir haben nicht x und y genommen zur Parametrisierung, sondern Radius und Winkel, also dr und dφ tragen wir ein. So, jetzt müssen wir nur noch diesen normalen Vektor einsetzen. Ist zum Glück eine unglaublich schöne, einfache Aufgabe. Ja, meistens mit dem Integralsatz von Stokes. 0, 0, r, dr, dφ. Und die Integrationsgrenzen können wir direkt auch noch eintragen. Wir integrieren nach r und phi, also brauchen wir auch r und phi Grenzen. Ja? Und die stehen hier, direkt bei unserer Parametrisierung. Nochmal zur Überprüfung, da wir eine Fläche parametrisieren, haben wir auch zwei Variablen, also auch hier ein Doppelintegral. Und hier oben hatten wir nur eine Kurve, ja? Und bei einer Kurve brauchten wir nur eine Variable, das heißt auch nur, ja, nur dieses eine t eben. So, schreiben wir das auf. Nach r integrieren wir in den Grenzen von 0 bis groß r, das war dieser fest vorgegebene Radius. Und in den Winkelgrenzen von 0 bis 2π. Und schau mal, dieses Skalarprodukt ist ja noch einfacher als das vorhin. Also das mit dem plus das mit dem plus das mit dem. Okay, die ersten beiden fallen weg, weil da kommen Nullen vor. Und im letzten haben wir minus r. So, schreiben wir es nochmal ordentlich auf. Also das Phi-Integral von 0 bis 2π, das r-Integral von 0 bis groß r. Und dann steht im Integranten nur noch minus r. Und schau mal, dieses Integral, das ist wirklich lächerlich einfach, denn wir können auch hier wieder so einen kleinen Trick benutzen. Zum einen sind die Grenzen alle konstant, also nicht abhängig voneinander. Und zweitens sind die Variablen, nach denen wir integrieren, nicht ineinander verkettet. Das heißt, wir können gleichzeitig beide Integrale mit einmal berechnen. Das machen wir. Wir integrieren zuerst mal minus r nach r. Sprich, wir erhöhen den Exponenten um 1. Und ziehen dann den Kehrwert dieses neuen Exponenten nach vorne. Und da
dieser Term hier kein Phi enthält, können wir ihn auch gleich noch mit nach Phi integrieren. Und ja, wenn wir eine Konstante nach Phi beispielsweise integrieren, dann hängen wir dieses Phi einfach hinten dran. Und weißt du was? Jetzt können wir auch einfach nur, weil wir auch einzeln integriert haben, natürlich auch einzeln die Grenzen einsetzen und wir haben es geschafft. Daran siehst du schon, viel einfacher als die erste Methode mit dem Arbeitsintegral. Aber zugegeben, hätten wir die Kugel genommen, dann wäre die Arbeit ein bisschen komplizierter geworden. Aber gut, lass uns das erstmal ausrechnen. Also wir haben hier minus 1/2 mal. Und jetzt setzen wir ein. Groß R Quadrat minus 0, ja, minus 0 schreiben wir nicht, mal 2pi minus 0. Minus 0 schreiben wir nicht. Und dann ergibt sich das gleiche wie vorhin auch. Die 2 und die 1/2 kürzen sich und überbleibt das Endergebnis minus R Quadrat mal pi. Genau das gleiche, was wir vorhin auch mit dem Arbeitsintegral ausgerechnet haben. Fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Mit dem Integralsatz von Stokes lassen sich solche Arbeitsintegrale über geschlossene Kurven oder auch genannt Zirkulation ganz einfach mit Hilfe dieser Flussintegrale berechnen. In einigen Aufgaben, so wie hier, sparst du dir ein wenig Aufwand. In anderen Aufgaben, vergleich das Ganze mal mit der Kugeloberfläche, hast du sogar noch mehr Aufwand, wenn du mit dem Flussintegral rechnest. Wo ich dir den Integralsatz von Stokes aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist, wenn die Kurve aus mehreren Teilkurven besteht. So wie bei Dreiecken oder bei Vierecken. Dann kommst du mit dem Flussintegral ja, wesentlich schneller zum Ergebnis. In jedem Fall musst du aber darauf achten, dass die Orientierung der Randkurve und die Orientierung des normalen Vektors eindeutig über diese Drei-Finger-Regel der rechten Hand zusammenhängen. Im Folgenden zeige ich dir noch ein schönes Gegenbeispiel, das dir zeigen soll, dass du bei dem Integralsatz von Stokes aufpassen musst. Denn wenn Voraussetzungen verletzt sind, beispielsweise das Vektorfeld V auf so einer Fläche eben nicht differenzierbar ist, dann kann dieser Satz scheitern und du könntest in eine Falle geraten. Das schauen wir uns als nächstes an.